Was geht ab, meine Freunde? Das ist hier wirklich eine Allmeldung und ich mache hier auch keine Späße. Es geht nämlich um Navia. Ich habe sie gestern gepult, 50-50s verloren auf ehrenlos, wieder von HoYoVerse. Aber ich habe sie auf C0 und damit auch getestet. Mittlerweile habe ich sie auch auf C1. Auf jeden Fall gehört Navia zu den Charakteren, die absolut broken sind. Also ich untertreibe nicht, ne? Wirklich, ich meine es wirklich ernst. Ich habe sie bisher auf Level 80 ziehen können. Und ja, Stats 70-282, KT-kritischen Schaden ist okay so. Artefakte habe ich zweimal Gladi und zweimal Shiminava. Somit habe ich 36% mehr Angriff. Auch hier ist ihr Best-in-Slot wahrscheinlich auch das neue Artefakten-Set, was unmittelbar Geo-Element extrem boostet. Ich guck mal, ob ich es schnell finde. Wo ist das Ding? Das hier. Dieses Set hier ist abnormal stark auf ihr. Drei Pieces fehlen mir noch. Eins habe ich jetzt schon fertig. Dann zu den Talenten. Ich habe tatsächlich komplett den Abyss geklärt. Mit einer Navia. Talentstufe 242, ja. Mittlerweile bin ich so verwirrt, was HoYoVerse hier gerade macht. Weil ich habe Neuvi gezogen, aber ich habe ihn noch nie wirklich gespielt. Ihr seht hier Stufe 111. Und das war auch wieder so ein Charakter, der ist absolut broken, ne? Also komplett viel zu stark. Navia gehört auch zu den Charakteren, die absolut busted sind, ja. Ich habe nicht ihr besten Slot, nutze momentan Unforged, aber ich habe auch schon gehört, dass Knochenbrecher oder Knochenschwert extrem gut sein soll. Dieses Schwert hier, Knochenschwert, soll auch sehr, sehr stark sein auf ihr. Ich habe versucht, den Zweihänder hier zu holen, habe das 50-50 verloren und dachte mir, Digga, das mache ich nicht nochmal, weil irgendwie letzte Zeit in Waffenbanner musste ich immer komplett durchpedien. Darauf habe ich einfach gar keinen Bock mehr. Jedenfalls bringt sie als Charakter enorm viel mit. Ihre Normal Attacks haben relativ guten Multiplier. Wie gesagt, Stufe 2 erst und so, ne? Aber sie hat einen Self-Infuse. Wenn ihr ihre Elementarfähigkeit einsetzt, macht sie mit ihren Standangriffen und heftigen Schlägen Geo-Schaden. Wichtiger ist halt, wenn ihr ihre Elementarfähigkeit einsetzt, dann kracht es nämlich richtig hart. Wenn ihr nämlich 3 Stacks sammelt, macht ihr unnormal viel Schaden. Und wenn ihr sogar 6 Stacks sammelt, also 6 Magazine, dann macht ihr, glaube ich, irgendwie 245% mehr Damage. Das ist wirklich insane. Stufe 4 erst, ne? Und ich hatte da schon teilweise über 100.000 Damage gemacht mit einer E. Und davon habt ihr 2 Stück, ne? Also ihr könnt das 2-mal einsetzen. Und das ist wirklich so, so stark. Und auch ihre Burst ist auch nicht schlecht, weil ihr da auch nochmal Stacks sammelt für eure E. Also overall insane starker Charakter. Ihre beiden passiven Talents buffen sie auch nochmal, also was Schaden angeht. Junge, es ist wirklich, wirklich heftig. Da wir alle gestern die Talente nicht farmen konnten, hole ich das heute nach. Wie gesagt, ich habe die beste Slot-Waffe von ihr nicht, aber ist ja auch egal, weil sie macht auch so unnormal viel Schaden. Und ich denke, Navia hat als Charakter so insane viel Potenzial. Auch hier denke ich, dass sie Meta-Proof sein wird. Die pullt ihr wirklich for the long run, weil Geo ist so ein Element, die ist unantastbar. An sich ironischerweise, weil Geo geht fast immer und da könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Und jetzt einfach mit ihrem Skillset, das macht enorm viel Spaß, weil sie drückt auch sehr viel Schaden. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich möchte euch damit auch nicht baiten, aber wirklich ein guter Ratschlag von mir. Navia ist so ein Charakter, die lohnt sich zu pullen, weil die ist wirklich saustark. Für alle, die sagen, ey, ich möchte für Xianyun sparen oder für Chlorant oder für Alecchino, understandable. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die ganzen Charaktere, die jetzt in Fontaine released werden, so stark sind wie Neuvi, wie Navia, Furina und so weiter, dann kann es echt gut sein, dass die nächsten Charaktere, die rauskommen werden, halt mindestens genauso broken sind, ja. Würde mich jetzt mittlerweile wundern, wenn es nicht so ist. Aber momentan sehe ich halt auch so ein Muster und ja, sieht nicht danach aus, als würden die Charaktere schlechter werden. Ganz im Gegenteil. Das war auf jeden Fall die Allmeldung. Ich wollte einfach meine Meinung mit euch teilen, bevor das zu spät ist. Ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie stark Navia in der Praxis ist, ne? Also man konnte in ihrem Preview ja schon so ein bisschen was sehen. Da wurden auch nicht wirklich krasse Zahlen gezeigt. Aber jetzt mit das, was wir hier sehen, Talentstufe 242, da hat sie schon so krass performt und mit ihr macht man tatsächlich nichts verkehrt. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich auch live sein und sonst sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bye bye, bleibt gesund, euer Hai.